Hey Leute, willkommen zurück zu der Bello Mundi. Ja, ich habe wie immer eine Runde schon beendet. Und mir ist was ganz, ganz Doofes aufgefallen. Und zwar diese Armee hier. Wir haben hier vor kurzem erst einen General reingeschickt. Ich will das Risiko nicht eingehen und werde ihn wieder rausschicken. Einfach nur, falls die hier auf die glorreiche Idee kommen, hier angreifen zu müssen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einen weiteren Spion zu bauen, rekrutieren, wie auch immer. Das machen wir auf jeden Fall auch gleich mal. Und Truso können wir upgraden, das kommt sehr gelegen. Weil wir sowieso nicht mehr viel bauen können. Und im Krieg miteinander sind jetzt die Karthager mit den Ägyptern, die Skythier mit den Sarmaten und die Armenier mit den Seleukiden. Okay. Und ich habe noch gerade eben, bevor ich das beendet habe, habe ich einen kleinen Tausch vollzogen. Ich habe ja hier die Warlords Hall gebaut, habe jetzt das aber zu einem Market oder einem... umgewandelt, weil wir brauchen es A nicht und B kostet das so viel Geld. Ah Gott, warum gibt es hier oben eigentlich immer so einen Blitz? Ich verstehe das gar nicht. Und hier habe ich dann übrigens die Kriegshalle, Warlords-Halle gelassen. So, gut, also dann würde ich sagen, können wir uns hier jetzt mal überlegen, welche Einheit wir da drin überhaupt noch brauchen. Wir machen es so, wir nehmen eine von denen hier raus, schicken dafür diese zwei Truppen hier rein. Hä? Es fehlt eine Einheit, what the fuck? Gut, dann schicken wir die halt da auch noch rein, so. Jetzt haben wir die erste Armee fertig. Schicken die jetzt mal hier hin. Uiuiui. Es sind einiges an Truppen da. Die sind ja bekanntlich nicht so gut, haben wir ja schon gesehen, Stats-mäßig. Schauen wir gerade mal. Sehen wir es jetzt? Ne, sehen wir immer noch nicht. Natürlich blöd. Ja, was ich mir gerade eben auch schon, bevor ich den Part angefangen habe aufzunehmen, überlegt habe, ob es wirklich so klug ist, die Briten jetzt auch noch in Britannien und hier anzugreifen. Deswegen habe ich gedacht, nee, das machen wir nicht. Wir werden nur von nur hier in Gallien erstmal angreifen. Es braucht dann jetzt zwar noch ein, zwei Runden, aber das passt schon. Ja, bisschen länger braucht schon, aber mir ist das hier so irgendwie lieber, um ehrlich zu sein, weil wir sehen ja hier unten einmal diese relativ große Armee, wir sehen hier oben diese relativ große Armee. Von dem her würde ich sagen, machen wir es lieber so rum. Die Schiffe können ja dann nachher trotzdem hier in Position gehen, sobald wir das Festland erobert haben, und dann können wir eben, sagen wir mal, eine Armee hochschicken nach Britannien und haben dann hier gleich noch Nachschub, den man auch hochschicken könnte. So sind wir ja erstmal voneinander abgeschnitten. Ich denke, das ist vielleicht auch noch besser. Eigentlich ist das ein ziemlich guter General, fällt mir gerade so auf. Das ist ein ziemlicher Lappen, den tun wir jetzt da raus. So. Problem gelöst, guten General. Und nicht mehr so Lappen hier. Ja, die Armee bleibt jetzt da erstmal schön stehen. Die hier kommt ja runter. So, ja, also bis gleich. So, und jetzt ist das eingetroffen, was ich mir fast gedacht habe. Die Illyrier greifen hier uns an. Ah, das Problem ist, wir haben prinzipiell gar keine Chance hier. Wir werden die Schlacht aber trotzdem selber spielen. Ich will aber trotzdem gegen die Briten ziehen. Das da hinten werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ansonsten werden wir uns da halt verteidigen. Und wenn wir Orium jetzt dauerhaft verlieren, ist auch nicht so schlimm. Ich habe gerade eben, bevor ich die Runde beendet habe, ist mir noch eingefallen, ich könnte ja noch ein paar Truppen in unseren Regionen da im Osten noch ein paar Truppen rekrutieren. Das habe ich einfach mal noch gemacht. Ja. Gut, also wir fangen dann mal mit der Schlacht an. Ja, wir sind einfach zahlenmäßig total unterlegen. Truppentechnisch sind wir einfach auch unterlegen. Das wird nix, Jungs, Mädels, das wird nix. Wie auch immer. Einzige, was wir hoffen können, ist, dass wir jetzt noch so viele wie möglich an Gegnern töten können.
würde eigentlich ganz gerne hier schon noch ein bisschen was killen von denen. Dafür, dass sie uns so feige angegriffen haben. Vor allem verstehe ich mal wieder nicht, und das ist ja die Sache, die ich immer in diesen ganzen Total War, vor allem in Medieval und Rome, immer so lustig finde. Man wird angegriffen und man hat eigentlich keine Ahnung warum. So geht es ja uns jetzt hier auch wieder. Wir werden von denen angegriffen. Wir haben zwar eine Nachbarprovinz zu denen, aber trotzdem macht es halt absolut gar keinen Sinn. Wenn wir diese Kavallerie hier catchen würden, wäre schon ziemlich geil. Ja, wir catchen sie. Ich glaube, im Nahkampf sind die nicht so der Hammer. Ja. So. Es kommt noch eine Nachricht, ich sag's euch. Oder auch nicht. Warum auch immer diese Truppen hier. Und ich habe gerade gedacht, das wäre das Zeichen von Sparta, aber anscheinend doch nicht. Bei der Gnade Gottes! Unsere Männer haben den feindlichen General erschlagen. Ohne ihn werden seine Truppen den Kampfeswillen verlieren. Gut, dass der feindliche General tot ist, kann nicht von Nachteil sein. Vor allem, weil es ein richtiger General war, nicht nur ein Hauptmann. Freut mich jetzt ungemein. Was tut da gerade so Schläge hier? Was sind das für Typen? Das sind die komischen Steinschleuderer. Fast so aus wie so Granaten, die hier reinfliegen. Das sind anscheinend die Steinschleuderer mit einem merkwürdigen Sound. Scheiße nur, dass wir jetzt von hier hinten auch gleich angegriffen werden. Meine Fresse, wie sind die drauf? Naja, dafür, dass das nicht unsere Elite-Truppen oder unsere besseren Truppen, sagen wir es mal so, sind, bin ich doch relativ stolz auf die. Wie viele Gegner haben wir schon getötet? Was, nur 9%? Kommt irgendwie viel mehr vor. Irgendwie diese einen komischen Steinschleuderer, das ist doch irgendwie auf Drogen, oder? Sind doch die Slingers da hinten, oder? Betet, dass sich der Verlauf der Schlacht ändert. Denn die Niederlage scheint fast sicher. Was sind das für kranke Typen? Überall Verluste wie Sau. Vor allem bricht dadurch unsere Moral auf wie Kacke. Was ist denn da los? So, jetzt haben wir so gut wie verloren. Herr, nur noch die Hälfte unserer Streitkräfte ist übrig. Ich hätte echt gedacht, dass wir schon mehr Prozente gekillt haben. Jetzt haben wir erst 10% gekillt. Ein bisschen schade. Schade, dass er halt seinen General jetzt hier noch reinschickt. Der ist ja nämlich tot. Seine Leibwache meine ich. Das bringt uns jetzt relativ wenig, wenn wir die killen, weil die werden sowieso aufgelöst. Hey, noch einer von diesen komischen Typen da. Die sind so schlecht, das ist unmöglich. Ich möchte nachher mal gucken, wie viele Truppen die hatten und wie viele sie getötet haben und wie viele sie verloren haben. Also nach der Schlacht in der Statistik, das würde mich echt mal interessieren. Und warum fliehen die denn jetzt? Das ist so dämlich. Ich meine, der Dorfplatz ist hier, ihr braucht jetzt nicht fliehen. Vor allem nicht durch die Feinde durch. Ihr wart noch so viele. Nein. So
dumm. Waren es nicht gerade noch irgendwie 120 Mann oder so? Idioten. So, dann spuren wir mal ein bisschen vor. Am besten gucken wir weg, dass wir uns die Tragik hier nicht angucken müssen. Und das da unten verdeckt man am besten mit der Hand. Diese komischen Sache da unten. Das haben es zwei auf dem Stadtplatz überlebt. Unser General liegt erschlagen auf dem Schlachtfeld. Ich hoffe, mein Klatschen hat man gehört und ich hoffe, dass es so sarkastisch angehört hat, wie ermüdet sein sollte. Du Scheiß, wie viel haben wir gekillt? 16%. Naja. Diese Niederlage ist schwer zu verdauen. Schlecht ist jetzt nicht, aber trotzdem. Das nächste Mal wird unser Feind schwer zu schlucken haben. Naja, toll. So wirklich sind richtig scheiße, sind die. Sind richtig schlecht. So. Na puh, ich hätte jetzt schon wieder die Aufnahme beenden müssen. Habe ich ganz vergessen. Aber ich glaube, die Illyrier sind sowieso eine von den Fraktionen, die relativ am Schluss kommen. Also ist jetzt nicht so schlimm. Das kann ich in der Zeit sowieso mal ein bisschen reden, was wir machen. Also ihr wisst ja, ich habe ja den General schon zurückgezogen. Ich habe, wie gesagt, auch Truppen in Truso und so weiter rekrutiert. In unseren östlichen drei Städten da. Das bedeutet, wir werden da jetzt eine Armee, also geschrumpft ist die Armee alle Male, da unsere Feindesarmee da. Ja, wir werden jetzt da mit dem General ein paar Truppen reinziehen, gucken, dass wir ungefähr eine Fullstack hinkriegen oder fast eine Fullstack und greifen dann Oium wieder an. Und dann müssen wir natürlich gucken, wo die so rumgammeln. Die werden Illyria und müssen dann da unsere Armee unter Umständen hinschicken. Frage ist, wie sinnvoll das halt eben wiederum ist. Vielleicht werden wir unsere Truppen auch einfach in Oium stationiert lassen. Danach, weil ich eigentlich keinen Bock habe, dazwischen die Darker und zwischen die Darker und die Noriker rein zu marschieren. Da habe ich eigentlich auch nicht so wirklich Lust drauf. Dann sind die Römer da auch wiederum in der Nähe. Von dem her werden wir dann vermutlich einfach Oium zurückerobern und ein bisschen andersweitig da rumlaufen und mal gucken, ob es vielleicht die eine oder andere Provinz gibt, die wir uns schnappen können. Aber mehr will ich da dann eigentlich gar nicht machen und so schnell wie möglich mit denen halt eben wieder Frieden schließen. Dafür werden wir uns gleich mal gucken, wo wir den Diplomaten am Rumrennen haben. Irgendwo bei den Norikern sollte ja noch einer sein. Ja, ich habe mich dann übrigens getäuscht, das war doch nicht relativ am Ende. Naja, was soll's. Wir haben ja ein Thema, über das wir mal reden können. Ja, was soll ich sagen? Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen schlecht gelaufen. Hätte anders sein sollen, um ehrlich zu sein. Wir hätten... Ja, dass die Illyrier uns hier angreifen, war halt wirklich nicht vorherzusehen. Also mit der Armee vor der Stadt standen schon, aber ansonsten war es halt nicht vorherzusehen. Und auch irgendwie ein bisschen dämlich, aber ist okay. Anstatt sie mal gegen Dakien oder gegen die Noriker oder gegen die Römer oder weiß Gott wen oder die... ja, oder die Makedonen, ja, wobei eher die Dakier, anstatt sie gegen die kämpfen, nein, man muss sich natürlich mal wieder gegen den menschlichen Spieler wenden. Weil er auch nichts anderes zu tun hat, außer seine östlichen Gebiete dazu erobern. Oh. Okay. So, Fraktionsanführer ist gerade eben verreckt. Das gefällt natürlich der Stadt hier jetzt nicht unbedingt. Vor allem, was ein Upgrade kriegt. Ui. Gut, dafür ist die Stadt da oben jetzt voll happy, weil sie jetzt den Anführer drin hat. Also unseren neuen Herrscher. Wer ist eigentlich dann der nächste Herrscher? Und so ein Lappen, der keine Kinder hat. 44 ist und keine Kinder hat. Du hast versagt, Mann. Ja, das ist klar. Das wissen wir. Ja, gut. Müssen wir hier mal ein bisschen was ausbauen vielleicht. Beziehungsweise lassen wir das und bauen wir hier lieber mal das noch aus. Und dann können wir hier nämlich auch noch ein paar Truppen rüber schiffen.
Sind wir so rüber schicken eher. Schiffen macht da keinen Sinn. So, die Truppen brauchen wir nicht ausbilden. Dafür rekrutieren wir mal nochmal eine Einheit Speerträger. Könnten natürlich jetzt auch mal noch was bauen hier. Und zwar den Markt. Beziehungsweise, nee, wir machen das andersrum. Wir machen das hier so und das hier hauen wir raus. Dafür bauen wir hier ein paar Felder. Hier bauen wir gerade gar nichts. War nicht so schlau. Hier können wir die zwei Einheiten rekrutieren. Also rekrutieren wir gerade nichts, so wollte ich sagen. Also, Lyrien und Dark hier haben keine Allianz mehr miteinander. Das gefällt mir ziemlich. Möchte ich gerade mal gucken, mit wem sind denn die Illyrier so im Krieg? Nur mit uns. Ja, das war natürlich mal wieder klar. Command me, sire. Move. We'll stop here. Ja, gut, okay. Wo ist denn unser Diplomat Got hin? some Wir new hatten noch den exotics hier to trade irgendwo. with us, perhaps. Wo ist er denn? Hier. My lord? Da hinten rennt er rum. You are Wisst ihr was, wir brave to könnten seek rein an audience theoretisch, with us ja, okay, like den this. Frieden nehmen sie sowieso Our nicht an. discussions come to a close. Aber was wir machen könnten, wäre I will versuchen, uns talk mit to den them. Dakiern zu No more verbünden. moves. Wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Muss man nur gerade mal gucken, mit wem die im Krieg sind. Ups, da waren sie doch gerade. Oder? Ja, hier. Was? Wann haben wir uns mit denen verbündet? Wann zum Teufel haben wir uns mit denen verbündet? Ich erinnere mich da Your einfach Honor, gar nicht mehr dran. unable to move. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wann haben wir uns mit denen verbündet? An honor, sire. An order. Keine Ahnung. Ja gut, schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Jetzt haben sie das Bündnis mit den Dings gebrochen. Vielleicht helfen sie uns jetzt ja auch. Schlecht wäre es nicht. Hier ist noch eine illyrische Stadt. Hier ist eine illyrische Stadt. Da. Und da unten ist ja ihre Hauptstadt. Die haben sich ziemlich behindert ausgebreitet, um ehrlich zu sein. Ich meine, Germanen, Noriker, Dakier, Makedonen. Das ist irgendwie ziemlich dumm. Hier haben sie auch noch Städte, eine Stadt erobert. Da unten auch. Sorry, ich wollte mich gerade muten. Das hat es mir leider nicht gereicht. Deswegen habe ich gerade auch angefangen zu schweigen. Sorry, Leute. So schnell war Yes, ich dann doch noble nicht. sire. So. Yes. Die Armee kommt jetzt auch bald an hier. Who Müssen wir gerade mal shall gucken, können die wir this unseren komischen day? Typen hier mal abmurksen. Lol, wie viele hat der denn da drinnen von diesen Raids da drin? Oh mein Gott. Ich meine, ich finde es ja nicht schlimm, weil 14% Ebraik, was sie übrigens mehr oder weniger diese Königsrabbis töten, ich nenne das jetzt einfach mal antisemitistisch. Ja, nee, das ist irgendwie ziemlich hart. Irgendwie, anstatt Ketzerei gibt es hier halt das Judentum, mehr oder weniger, als ketzerische Religion. Das ist irgendwie fies. Das ist echt, Lords are das ist beneath hart. me. I am the savior. Gut, ich würde sagen, um unseren Attentäter mal ein bisschen zu trainieren, werden wir den hier mal kurz Is dead. eliminieren. Oh. Ja, hat auch super geklappt. Schön, plus 2. Das ist schon mal gut. Dann können wir vielleicht demnächst noch ein bisschen mehr mit dem anfangen. So, ja, dann beende ich mal diese Runde. Oh, jetzt nächste Runde. Ja. Ganz toll, wir haben dann übrigens eine Seuche hier in Ererik. Das ist natürlich cool. Wir haben ein paar Gebäude fertig gebaut, haben jetzt aber keine Kohle mehr. Also von dem her hat sich die Sache sowieso erledigt. Ja, jetzt haben wir hier schon wieder einen Terrible Blizzard. Also das geht gar nicht. Also das. Ugh. Ja, irgendwie jede Runde kriegt man da einen. Hier haben wir jetzt übrigens die nächste illyrische Armee, meine ich. Mit den Truppen. Ach du Kacke. Wie viele Soldaten haben die? Wie viele Armeen haben die eigentlich? Hier oben von Truso werden wir General, auf jeden Fall mal ein paar Chief, Truppen orders. runterschicken. Frage ist, schaffen wir das jetzt in der Runde hier rein? Ich hoffe ja. Move out. Jawohl, sehr schön.
Dann lassen wir uns hier nämlich belagern, wenn sie Bock drauf haben. Und oder ich weiß nicht, ob Ausrücken jetzt so wirklich sinnvoll wäre. Weiß ich nicht, wir haben halt viel Kavallerie rekrutiert und auch viel Kavallerie in der Stadt. Und in der Stadt können wir sie halt nicht so wirklich ausnutzen. Also werden wir da jetzt rausziehen. Können wir jetzt aber leider nicht. Das war jetzt natürlich dämlich von mir. Jo. Yes! Orders! Chief! Orders! General! Yes! General! Yes! An honor, sire! Ja, jetzt könnten wir dann natürlich angreifen. Wer ist mit wem im Krieg? Briten und Gallier. Und die Baktrier und Saka. Come and get me, you. Wir werden jetzt eine Armee abziehen. Das mit dem Britenangriff wird jetzt erstmal doch nichts, Leute. Frage ich, welche Armee wir abziehen wollen. Ich würde sagen, die lassen wir da stehen. Die kriegen wir da sowieso nicht gescheit weg. Wegen der Rebellenarmee, die ich eigentlich gerade nicht angreifen möchte. Schicken wir die Armee da runter. Wir werden dann jetzt mit dieser vereinten Armee aus diesen Gebieten hier da angreifen. Mit der Armee werden wir, also erstmal die Armee vernichten, dann da drüben angreifen. Mit der Armee werden wir hier angreifen. Und dann dieses Gebiet hier erobern. Und mit der Armee von da oben dann hier runterkommen und dieses Gebiet erobern. Und dann sollten die Illyrier eigentlich keine größere Gefahr mehr sein. Das alles werden wir uns aber erst im nächsten Part geben können. Es tut mir leid, dass wir heute wieder nicht mit dem Britannienkrieg anfangen konnten. Aber ihr seht ja, es ist ziemlich komisch. So, also wir haben jetzt hier noch einen Spion, den schicken wir mal noch hier runter. Hier gucken wir mal, haben die Illyrier nicht wirklich viel? Ja, also gut. Dann sehen wir auch mal, wie der Krieg zwischen Britannien und Gallien weiter abläuft. Hail my king. Und mal gucken, was da sich so entwickelt. Will, das haben wir denen mal zurückgeschlagen, ist auch nicht unbedingt schlecht. So, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Part, wenn es dann gleich am Anfang hier diese Schlacht hier geben wird. Und dann müssen wir hier runtergehen, um die Stadt hier auch noch zu verteidigen. Hail my king. Ich würde sagen, mit den Truppen sollten wir das hier nicht schaffen. Das ist das Problem. Wie weit müssen wir hier mit dem Steuersatz runtergehen? Normal. Wahrscheinlich müssen wir eine Runde warten oder so. Naja. Hail my king! Aber wir haben es ziemlich verkackt. Ich hätte die Truppen gleich hier rausschicken müssen, dann hätten wir angreifen können. Naja, was soll's. Also, dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.